Oberösterreich kocht wird Ihnen präsentiert von Haker Küche und Maximarkt. Herzlich willkommen zu Oberösterreich kocht. Schön, dass Sie mit dabei sind. Es kocht für Sie Christian Göttfried von Essen, Trinken, Schlafen Göttfried in der Linzer Altstadt. Ich freue mich sehr und ich merke immer mehr, dass du deinem Klischee des Fleisch- und Butterpapstes überhaupt nicht mehr gerecht wirst, sondern es gibt wieder was ganz Gesundes heute. Heute machen wir einen Gemüsesalat auf einem Bohnenpüree. Ja. Fleisch ist übrigens auch gesund und Butter auch. Absolut, ja, aber und wie. Aber das ist schon sehr... Genau, eine lässige Zuspeise, wenn Sie jetzt da zum Beispiel irgendwas dazu machen wollen, jetzt wird es schon langsam warm. Aha. Irgendwie, Sie wollen irgendwas grillen oder sonst irgendwas und Sie wollen trotzdem ein bisschen hervorstechen, schauen Sie sich das an. Also besser kann man sich, glaube ich, gar nicht motivieren. Ich werde wieder eingeteilt zur Arbeit, was darf ich machen? Sehr gern, du kannst mir gleich das Bohnenpüree praktisch mixen, bitte. Dazu kommen die Bohnen, etwas Sardellenfilet, zwei Stück, ein bisschen geriebener Parmesan, ein bisschen was von unserem guten Olivenöl und einen ganz kleinen Hauch von unserem Sushi-Essig. Gut. Ich bereite gleich das Gemüse davor. Jetzt bei den Bohnen muss man dazu sagen, welche Bohnen hast du jetzt genommen? Ganz normale Dosenbohnen. Mhm. Weiße Bohnen. Weiße Dosenbohnen, da gibt es größere und kleinere. Ja. Ich habe lieber die größeren Bohnen. Und ich könnte aber auch andere Bohnen nehmen. Käferbohnen oder rote Bohnen, wäre das auch ein Thema? Ist natürlich auch möglich. Ja. Aber es sind natürlich viel geschmacksintensiver, deswegen muss ich für die Weißen, weil das Gemüse in Wirklichkeit ja nicht so an Band schaut. Gut. So, also weiße Bohnen, dann Sardellenfilets für den Umami-Geschmack, genau. Richtig? Da schauen wir dann, was da passiert. Du sagst zwei, das sind zwei. Passt super. Dann ein bisschen... Das mit dem Schälen, da bist du fast besser wie ich, komm mal vor, gell? Ich bin besser am Schälen? Ja, das super. Bezweifle ich ja auch. Danke. Ich habe das ganze Gemüse gleich schon mal da direkt, da haben wir schon mal Wasser zum Kochen gebracht, dass es erst was schneller geht. Das darf einen schönen Biss haben, das Gemüse. Salz und Pfeffer habe ich jetzt versäumt, ob das reinkommt. Salz, Umami haben wir schon besprochen. Ist in Wirklichkeit, den Salzgeschmack gibt ja eh die Sardelle mit dem Grün dann später. Und Parmesan natürlich ist ja auch sehr salzig. Klar? Die Staudensellerie. Die werden auch einmal ganz leicht geschält von. Warte mal, das ist jetzt nicht so intelligent. Du schälst da was für? Da, Staudensellerie habe ich jetzt, also bin ich gerade am Schälen. Da ziehen wir aber noch die Fäden, das ist ganz wichtig, dann schmecken die nämlich auch. Schau, da sind überall so Fäden drinnen und jetzt ziehen wir sie einfach einmal raus. Weil das ist ein ganz schlechtes Esserlebnis. Die bleiben hart, egal wie man es kocht. So, Achtung, weil jetzt wird es gleich laut. Moment. Wir mixen es mit zarter Gewalt, sage ich gerade. Naja, was dem erkennt, dass wir Mixer nehmen am Blender, aber es passt ja. Perfekt. Oh. Moment. In der Zwischenzeit habe ich schon die Spargel zum Kochen gebracht, habe ein paar Tomaten rein zum Schälen. Ich ziehe jetzt nur die Fäden von den kleinen Waschstoß Zuckerschoten. Da ist vorne der gleiche Faden drin und ähnlich wie das, was man auch nicht mag. Einfach einmal rausziehen. Fertig. Die Paradeis habe ich nur ganz kurz drinnen lassen. Und eins der wichtigsten Sachen bei dem Gericht ist, dass man auch dieses Wasser salzt. Ach so, warum? Das Wasser salzt man, damit das Gemüse einen Geschmack hat. Ja. Und dann ist ein großer Fehler oft, man nimmt es raus und tut es in ein neutrales Wasser, dann ist der Geschmack wieder ist weg. Ist alles weg? Ist wie abgewaschen. Okay. Heute ist auf alle Fälle du einen anstrengenderen Part, aber das schaut super aus schon. Jetzt haben wir es. Ja, schaut gut aus. So, die Weißen dauern ein bisschen, die Grünen dauern schon raus. Hast du das schon probiert? Nein, habe ich noch nicht. Vielleicht müssen wir da ein bisschen noch was nachsetzen. Ja, Chef. Ich weiß ja nicht, wie es schmecken soll, aber ich finde, es schmeckt toll. Genau so gehört es. Zitrone vielleicht. Passt, du ein bisschen Zitrone rein. Passt sehr gut. Zu frische. Wir nehmen dann eher ein bisschen Limette noch zum Marinieren. Schneiden wir
mal da nur schon ein paar so Scheiberl vor, dass wir das dann später anrichten können. Du hast mir jetzt einen neuen Twist gegeben, weil ich mache mir zum Frühstück sehr gerne Hummus aus Kichererbsen. Und ich gebe immer Olivenöl, Zitrone, Salz, Kümmel, Peperoncino rein. Mhm. Und in Zukunft werde ich auch die Sardellen reingeben, weil das ist so... Guter Geschmack, ne? Ja, super. So, unsere Erbsenschotterl kommen dann raus. Das ist das. So, ja, sind wir eh schon ganz flugs. Da geht's richtig zur Sache. Gesunde Vorspeise, würde ich sagen. Oder Beilage eben für die Grillsaison. Das könnte man jetzt noch schnell auf den Teller auflegen, mit ein bisschen am Papier bitte. Teller kriegst du mir. Zum Abtropfen, ja? Genau, zum Abtropfen. Ich presse mir da jetzt ein bisschen von der Zitrone rein. Ein bisschen Salz. Etwas Olivenöl. Das habe ich da gestohlen. Okay, kein Problem. Tut mir leid. So. Dann richten wir das direkt an. Was? Das war so schnell, dass ich ganz vergessen habe, dass wir nur in eine ganz kurze Pause gehen und dann sind wir gleich wieder zurück bei Oberösterreich kocht und dann gibt es für Sie auch was zu gewinnen. Zitronenmelisse, Schnittlauch, Blutampfer. Im Garten von Magdalena Steinbauer wachsen rund 60 verschiedene Heil-, Wild- und Gewürzkräuter. Einige helfen, morgens fitter zu werden. Ja, so erfrischende Kräuter sind da immer recht gut. Also einerseits für den Geschmack mag ich recht gerne die Zitronenverbene, weil die ist einfach auch, wie man es da sieht, die ist recht erfrischend und einfach das Zitronenaroma ist recht gut. Pfefferminzen ist natürlich für einen guten Start in den Tag auch gut, ist auch für den Magen-Darm-Trakt recht gut. Im eigenen Hofladen gibt's Bio-Tee-Mischungen, Sirupe und Kräutersalze. Letztere werden von Magdalena Steinbauer selbst gemischt. Auch Blüten mischt die Kräuterbäuerin zusammen. Die hier sind essbar und ein Farbtupfer am Butterbrot. Das sind jetzt verschiedene essbare Blüten. Also das sind Kornblumen, Rosen, Ringelblumen, Goldmelissen, Malven. Also ich nehme es recht gern zum Beispiel für einen grünen Salat oben zum Drüberstrahlen, auf ein Butterbrot oder auf so einen Topfenaufstrich drüber. Für ihr selbstgebackenes Brot nimmt Magdalena Steinbauer ihr eigenes Mehl. Das entsteht aus dem sogenannten Emma-Urgetreide. Es ist gesünder als Weizenmehl. Also wir haben einerseits das ganze Korn, dann haben wir es, also wir dann mahlen in der Mühle und dann haben wir vom Emma haben wir ein Emma-Reis, dann haben wir Emma-Nudeln und Müsli haben wir auch aus Urgetreide. Emma zählt zu den ältesten Getreidesorten der Welt. Das Urgetreide gibt's im Hofladen neben hunderten anderen Bioprodukten. Angebaut, geerntet, getrocknet und verpackt. Bioprodukte aus Otznang mit viel Liebe zum Detail. Die ganze Woche billig. Jetzt bei Maximarkt die besten Produkte eine ganze Woche billiger. 25% auf alle Weine und Schaumweine. Zum Beispiel Weingut Rabel, Grüner Veltliner vom Löss im 6er Karton. Jetzt nur 3,99 Euro je Flasche. Maximarkt ist echt stark. Gerhard Hackl. Meine Mama sagt immer, es gibt nichts Blöderes als warten. Stimmt. Deswegen gibt es die Hackerküche maßgetischelt in 9 Tagen. Meinst du nicht in 9 Wochen oder 9 Monaten? Nein, in 9 Tagen. Jetzt bei Hacker und den Hacker Markenpartnern in ganz Österreich maßgetischelte Küchen in 9 Tagen. 90 Jahre Gmundner Molkerei. Leidenschaft seit Generationen. Leben mit Generationen. Mehr auf www.gmundner-milch.at. Oberösterreich kocht wird Ihnen präsentiert von Hacker Küche und Maximarkt.
Willkommen zurück bei Oberösterreich kocht aus dem Hacker Küchenstudio. Heute kocht für Sie Christian Göttfried. Wir machen einen bunten Salat mit Bohnenpüree. Und der Christian teilt mir jetzt ein für die restliche Arbeit. Genau, du kannst mal bitte gleich die Paradeiser anfangen zum Schälen. Yep. Schau, das geht nicht. Ich habe ein Messerchen in die Hand genommen, aber eigentlich zieht sich das von selber ab, die Haut schon. Genau. Jetzt schneiden wir die Karotten und die ganzen Sachen alle in richtig schöne Formen, dass wir das ein bisschen so reinstecken können dann. Na, schau, da muss ich ein bisschen nachhelfen. Was könnt ihr alternativ nehmen als Gemüse für den Salat? Ma, es geht alles, was momentan gerade halt so am Markt gibt. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen Spargel dazu genommen, frische Karotten haben wir dazu genommen. Es geht mit Sellerie, es geht auch im Winter mit verschiedenen kleinen rote Beete, also roten Rüben zum Beispiel. Das funktioniert alles super für das. Schau, jetzt nehmen wir eins. Und deswegen ist wichtig, dass die Konsistenz ein bisschen dicker bleibt. Wir nehmen eins und einen Löffel von dem Püree. Wie lange halten wir das im Kühlschrank? Ma, wenn Sie das in der Glasleine füllen, das Püree, da bin ich fest davon überzeugt, dass da eine Woche gar kein Problem haben. Und jetzt geht es los, dass wir einfach unsere Teile da reinstecken. Vielleicht mal was kleineres. Hättest du die Tomaten gerne halbiert oder im Ganzen? Nein, die können wir ruhig im Ganzen lassen, aber die Tomaten müssen wir marinieren auf alle Fälle. In dem schon genau, rein? Einfach reingeben? Schnell, genau. Das ist eine Marinade aus Olivenöl, Zitrone und Salz, oder? Genau, Olivenöl, Zitrone und Salz. Perfekt. Bitte, Chef. Danke sehr. Da kann man da gleich Zuckerschoten durchziehen und ein bisschen so öffnen, wenn das geht. Mhm. Da auch durch das? Ja, genau. Beim Spargel machen wir das nicht, weil der Spargel hat so viel Eigengeschmack. Hast du das so gemeint? Ja, super. Na doch, perfekt. Zeig mal, wie es besser geht. So, man zieht es einfach so ganz leicht auseinander. Dann das da oben so. Ach so, dass das so ist. Dann kriegt man ein bisschen so einen. Schau so. Brauchst du zwei Perfekt, das, das schaut super aus mit den Erbsen. Natürlich, das nehmen wir volle Fälle. Schau, wie ein Kunstwerk, super. Perfekt schaut das aus. Ich kann mich an solchen Dingen noch erfreuen. Jetzt nehmen wir frische Kräuter. Schau her. Was haben wir da? Dill. Da mit frischen Dill. Ja. Es gibt übrigens alle Rezepte für Sie zum Nachlesen mit den Zutaten auf unserer Homepage. Und falls Sie Lust haben, das nachzukochen, aber nicht Lust haben, Geld auszugeben für einen Einkauf, da hätten wir doch was, und zwar einen 50-Euro-Gutschein von Maximarkt. Schicken Sie uns eine E-Mail oder eine Postkarte an die unten eingeblendeten Adressen und wir wünschen viel Vergnügen beim Mitmachen. Ein bisschen Karotten, glaube ich, brauchen wir noch. Karotte? Mhm. In welcher Form? Einfach so einmal noch probiert, dass wir es das schön hinstellen können. Genau. Schau so da, das, nimmst du das Spitzel da. Jawohl. Ich glaube, das schaut toll aus. Ja, einmal durchziehen, bitte. Durchziehen, okay. Jawohl, Chef. Dann haben wir es, oder? Mhm. Schau, wo ich es hingeben darf. Wo du machst. So, dass es schön ausschaut. Na, dann auf die Gegenseite. Genau. Tack. Da steht die Karotten. Halleluja. Schau, Basilikum habe ich oben rauf. Und frischer wird es jetzt nicht mehr. Nein. Man kann es jetzt ruhig noch mit etwas Olivenöl verfeinern. Magst? Ja, kann man ruhig noch ein bisschen drüber tun, dass es einen schönen Glanz kriegt. So. Okay. Perfekt. Gemüsesalat mit Bohnenpüree. Mahlzeit. Mahlzeit, dann gut. Ist das sowas oder ist das allein? Nein, das ist natürlich. Das ist, ich liebe Bohnen. Dann so. Dann wage ich mich über Bohnen mit Karotte. Zip. Oh. Dann nehme ich das gleich. Sag mal, ob ich das Bohnenpüree richtig gemacht habe. Ich will spitze. Ja? Mhm. Na bitte. Also ganz einfach, schnell nachgemacht. Und wenn man sich da jetzt irgendwas drüber braten mag oder dazu braten mag, ganz Stück Fleisch, Stück Händel, Stück Fisch, passt perfekt. Vielen Dank und wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Genießen Sie Ihr Essen. Wir sagen Mahlzeit und der Christian hat das letzte Wort. Da bin ich immer so überrascht, wenn du das sagst. Ich bin ein bisschen hinterfotzig, es tut mir leid. Mhm. Aber hinterfotzig finde ich schon schön. Lass einfach so stehen, passt dir. I wanna get down with you. And I wanna get